Hey Ostasensternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tanky Online. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen kleinen Account unterwegs. Dieses Mal natürlich mit der männlichsten Farbe in diesem Game am Start und mit einem komischen Schutzmodul am Start. Was soll's? Sakura! Lautet der Name dieser wunderschönen Farbe. Und ihr müsstet ihr natürlich alle kennen, nicht wahr? Wie dem auch sei! Ich werde hier schon wieder penetriert, was soll denn das? Was im letzten Let's Play oder, naja, eher im letzten Rage-Mode oder so, untergegangen ist. Ich wollte eigentlich fragen, wie ihr das Update so wirklich findet mit einer Umfrage. Ja, Umfrage kann man es nennen. Hier im Video oben an der Seite könnt ihr an dieser Umfrage teilnehmen. Klickt ja oder nein an, ob ihr das, lol, ob ihr das Update gut oder schlecht findet, weil mich würde es mal interessieren, um das alles mal so auf einen Blick zu haben. Wie viele Leute finden das Update gut? Findet ihr es gut? Ja, findet ihr es gut? Nein? Ja oder nein? Anklicken, wie dem auch sei, würde mich interessieren, macht mit. Weil echt, ich will mal, es ist ja schon ein bisschen repräsentativ für die deutsche Community, oder? Hoffe ich doch mal. Kommt drauf an, wie viele mitmachen, aber ich hoffe, dass hier viele mitmachen bei der Umfrage. Also komm, mindestens 3 Millionen müssen wir werden, oder? Naja, ihr habt recht, 4 Millionen. So, naja gut, wie dem auch sei, Ich hab ja meinen Teil zum Update nicht gesagt, eher geschrien. kann man glaube ich so nennen, oder? Ich hab echt dazu alles Mögliche geschrien statt gesagt, aber okay. An mir soll es ja nicht Hi. Oh Gott, Alter. Schon wieder FPS-Einbrüche, weil hier irgendeiner reingegangen ist. Welcher Lümmel ist hier reingegangen? Ja, ich merke schon, da sind zwei Lümmel reingegangen, ne? Ja, du. Da kommen die Lümmel rein und schon gibt's FPS-Einbrüche bei mir. Egal, was soll's. Die Easy kriegen wir. Ja, One-Shot, alles klar. Ich find's ja echt super, ne? Du kannst ja hier zu sehen. Alles Klärchen, du. Alles Klärchen, was hat er alles hier, ne? Kannst ja alles schon sehen. Das ist hier alles easy peasy, ne? Das Einzige, was mich aufregt, ist echt, Alter, das mit den Farben. Ich finde das echt, das geht gar nicht, ne? Das geht gar nicht. Ich find's wirklich, die Kosten für eine ganz normale Farbe, alter Falter, ey. 500.000 nur, damit du mit Zeus rumfahren kannst. Ey, das ist doch heftig. Also ich wäre ja wirklich dafür, wenn's sowas wie Testtage gibt für Farben, wo du dir entweder über Quests, ja, über die täglichen Aufgaben einen Tag mit Zeus rumfahren, freischalten kannst oder sowas. Weißt du, damit du halt wenigstens erstmal gucken kannst, wie sich denn der Panzer, also, oder wie sich halt die Optik so in einem Spiel bewährt und so. Ne? Dass du halt einfach so, dass die Farbe testen kannst für eine Schlacht, für einen Tag, was auch immer. Oder Module einfach testen kannst. Update, sag ich schon. Rabatte auf Module etc., weil es ist echt kostspielig, sich hier eine Farbe auszusuchen, ein Modul auszusuchen und so. Manchmal, wer wirklich ein bisschen Wert auf die Optik von seinem Panzer legt, der wird wahrscheinlich nicht gerade mit Schwarz rumfahren wollen oder so, sondern schon mit einer Farbe, die ordentlich aussieht, ne? Und da ist ja das Problem. Wer hat denn bitte das Geld, um sich eine ordentliche Farbe in dem Sinne zu kaufen? Damals hast du dir ordentliche Farben gekauft, die vielleicht cool aussahen und einen coolen Schutz hatten. Jetzt kaufst du dir Farben, weil sie gut aussehen. Und das ist teuer. Ach, keine Ahnung. Das ist, ich weiß nicht. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, ne? Wer kann sich denn bitte als normaler Spieler Zeus einfach mal so leisten? Mit dem Geld kann man auch andere Sachen machen. Den Hunger in der Welt besiegen, ja? Mit Kristallen. Oder was auch immer. Keine Ahnung, aber 500.000. Egal, klickt ja oder nein an, ob ihr das Update gut oder schlecht findet, was auch immer. Oder wie findet ihr das? Ach, keine Ahnung, ich werde mir da schon irgendwas überlegen. Ah ja, nein, schlecht, gut, was auch immer. Ihr werdet ja schon lesen können, oder? Hoffe ich doch mal. So. Und dann kann man mal gucken, wie die Community dazu steht, weil es interessiert mich schon, ne? Es interessiert mich da schon ein bisschen. Zack. Ey, der kriegt so wenig. Wow! Wow! Schön durch, Alter. Schön durch, Junge. Nice, so muss es sein. Egal, was soll's. So, Alter, dieses scheiß Update, alles laggt. Ja, passt schon. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, aber was ich cool finde, ist ja echt dieses Rumgucken so. Der Lümmel, der hat seine Hornet auf 37 von 50 verbessert. Was ist los mit dem hier? Ja, der hat seine Donner erstmal. Oh Gott, Donner M. Oh mein Gott, Alter, ernsthaft? M0? Verschwinde mit der M0-Waffe. Jetzt kann ich die Leute ja noch besser haten. So ein Update müsste es in Tanky X geben, wo du sehen kannst, was, welche Stufe die haben und so. Das war...
was los? Oh, der Fleck gekillt. So muss es laufen. So muss es laufen. Egal, ob die es erobert haben oder nicht, aber so muss es laufen. So, okay, komm. Oh, da rastet ein Lümmel hinten aus, ne? Da rastet einer aus. Da rastet schon wieder einer aus. So, warte mal. Wen holen wir uns denn? Welchen holen wir uns denn hier? Da kommt auf jeden Fall einer. Kriegen wir den. So. Und jetzt. Oh mein Gott. Freezy. Momentchen mal. Nice, haben wir. Haben wir locker. So. Aber wisst ihr, das ist das Gute ist ja eigentlich, ne? Es gibt Leute, die haben wahrscheinlich versucht, jede Schutzfarbe auswendig zu lernen, gegen was sie schützt. Jetzt ist es ja komplett nutzlos geworden. Jetzt bin ich mal im Vorteil, fällt mir gerade auf. Ich habe mir nie wirklich merken wollen, gegen was welche Farbe schützt, ne? Aber nun ist es ja vollkommen egal. Okay, komm, nimm dir das. Na gut, dann halt nicht. Oh, warte, Full Drug! Ey, ohne... Naja gut, da waren jetzt die Gegner am Start. Was soll's? Kriegen wir alles hin? Yo, easy peasy, zack, jetzt haben wir sie. Wir sind hier übelst die Hammer Bros oder sowas. Keine Ahnung, die Hammer Bros, alles Gleiche, ich merke schon. So, wie dem auch sei. Bam, Alter! Komm, verrecke. Verrecke in der Tanky-Hölle! Okay, gut, dann nicht. Naja, scheiße. Ich wollte mich aber auch nicht heilen. Egal. Was soll's? So, wenn, dann muss man eine Lizenz haben und muss Bestimmtes tun für die Lizenz oder man kriegt... Was für eine Lizenz, Alter? Was für eine Lizenz? Ich habe die Lizenz zum Flaggen erobern. Die habe ich hier. Die habe ich mir ehrenhaft geklaut. So, wartet mal. Ich komme hier nicht allein durch, ne? Ich könnte es jetzt so versuchen. Okay, komm. Wir saven ihn ein bisschen hier. Bam, komm! Komm, du bist da schon so gut wie durch. Ja gut, dann nicht. Alter, sind zu viele. 2-2 steht das. Mensch, was ist denn los mit uns? Was ist denn los mit uns? Wir müssen hier ein bisschen ragen oder ich muss einfach nur mal hinten mit der Bauernkind-Kombination stehen. Ich glaube, dann haben wir es auch locker. Ich weiß gar nicht, wie ich am besten durchkomme. Ich weiß schon, wie ich durchkomme, aber... Schon wieder einer hier im Angriff. Komm, den haben wir. Safe. Komm, den haben wir. Den haben wir. Der kommt doch nicht weit. Okay, gut. Der hätte eigentlich jetzt auf mich gehen können und so, aber na gut. Wenn er halt nicht will, dann will er nicht. So. Hallo. Na, willst du da rüberfahren? Ja, fahr doch. Fahr doch. Du fährst doch sowieso über meine Mine hier. Ah, da kommen die Nächsten hier an. Die nächsten Lümmel kommen da schon wieder an. Wo fahren die denn lang? Alles klar. Huch. Jungs, der hat einen Full Truck. Na gut, jetzt gleich nicht mehr, aber trotzdem. Okay, der hat nur eine Heilung. Jetzt müssen wir mal in den Angriff, Leute. Ich wollte ja übrigens schon wieder mal eine Karte nehmen, die nicht so oft gezeigt wurde. In diesem Fall wieder Osa. Ich habe schon ein paar Mal auf Osa gespielt, weil ich die Karte doch eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Also ich finde die schon gut, ne? Die hat schon was. Komm, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's safe, oder? Jetzt haben wir safer als safe, Alter. Das ist Safe Harbor 2.0 oder so. Komm, wo ist die Flag von uns? Der kriegt das schon hin. Oh, da ist er ja! Ja. Hier, Kock, schießen! Hat er jetzt Schutz oder was? Ja, natürlich hat er Schutz, ja. Natürlich hat der Kevin Schutz. Na komm, jetzt haben wir's. Jawoll! Nice, so muss es laufen. Jungs und Mädels aller Altersklassen, go! Komm, wir haben die Fleck. Wir haben die doch sicher. Wie lange braucht die denn mit der Fleck? Macht mal Lack! Kann nicht wahr sein. Wo gammelt der denn? Okay, gut, der ist fast durch. Ach du Scheiße, der wird da angeschossen, aber komm, das kriegt er hin mit Schutz gegen Goldbox! Seht ihr, der Typ ist ein Held, Mann, der Typ ist ein Held. Ja, was geht? Okay, Freunde, ich muss mal ganz kurz abhauen. So, wo verstecke ich mich denn jetzt am besten? Alter Falter, na gut, okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Die Goldbox wird da abgeworfen. Das wird easy peasy, oder? Eigentlich muss ich mich ja... Ach du heilige Mutter Gottes. Wo verstecke ich mich denn jetzt am besten hier? Nee, Quatsch. Also von der Brücke springen wäre vielleicht möglich. Ah, komm. Fuck drauf, Alter. Okay, wisst ihr was? Wir schießen jetzt einfach mal hier wild um uns her. Ja. Alter, was hier los, Junge? Jeder rastet aus. Gut, vielleicht hätte ich mich doch auf die Brücke stellen sollen. Dann hätte ich es vielleicht... Ach komm, was schießt du mich denn an, ey? Dankeschön. Aber ja, wir haben ja die Führung hier. Nice. Wir haben ja die Führung für uns bekommen. Oder so ähnlich. Naja, was soll's. Nee. Das könnte wieder scheiße aussehen. Jungs, wo ist denn der mit der Fleck? Habt ihr den Typ mit der Fleck gesehen?
Habt ihr den hier? Habt ihr den irgendwie mit der Flecke gesehen? Ich. Der fährt da rum! Okay, warte, den habe ich. Nee, den habe ich nicht mehr. Nee, den habe ich echt nicht mehr. Oh mein Gott. Okay, gut, das ist zu viel Schaden. Leute, wir müssen mal ein bisschen was machen. Wir müssen mal ein bisschen was machen hier. Eine Fleck noch, dann kriegen wir es hin. Ich fahre mit dem Pro hier und dann kriegen wir es hin, oder? Der rastet doch aus, oder? Der rastet doch aus, kommt. Wir müssen alle ein bisschen ausrasten, ne? Wir müssen jetzt alle ein bisschen ausrasten hier. Vielleicht muss ich auch mir Smoky Shots oder so holen. Menschenskinder. Kann doch nicht wahr sein. Aber so viele haben gar nicht im Gegnerteam gegen mich Schutz. Das ist zwei Leute. Ist jetzt auch nicht gerade die Welt. So, okay, jetzt aber. Jungs und Mädels, alle Altersklassen. Ja, chill doch mal. So, jetzt kriegen wir es hin, jetzt kriegen wir es hin. Okay, ich würde sagen, wir sind gerade gut im Angriff hier. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen, oder? Das kann man schon. Upsala. Upsala, upsala. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich langfahren muss. Jungs! Support! 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 Ich brauche ein bisschen Hilfe! Meine Fresse! Was fahren die denn hier schon wieder? Okay. Ich dachte, ich krieg's hin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verdammt, ich hab's nicht hinbekommen. Ich dachte, ich krieg ihn noch. Ich habe gedacht, dass ich ihn noch kriege, aber ich hab's nicht bekommen. Na gut, was soll's? Kriegen wir hin, wir kriegen die Fleck. Ich krieg die Fleck schon. Freunde, passt auf, ich krieg die Fleck, das wird locker für mich, ne? Das wird, ja gut, war ein guter Versuch, muss man schon so sagen. Ja, war nicht schlecht. Wo ist denn die Fleck hier von uns? Alter Falter, rastet mal nicht so aus mit eurer Donner da. Ach hier, ach scheiße, Mann. Komplett verfehlt, aber der hat ein bisschen Schaden bekommen. Jetzt noch einen schönen Schuss? Ne, gut, dann nicht. Okay. Vielleicht muss ich auch Smaragd nehmen. Vielleicht. Was habe ich denn überhaupt drauf? Kann ich überhaupt bei mir sehen, was ich... Bei mir kann ich natürlich nicht sehen, was ich drauf habe. Ach, komm. Na gut. Ach, dann, Ich glaube, ich habe Smaragd. Ich weiß es nicht genau. Aber es kann sein, dass ich Smaragd... Ja, für Smaragd ist es aber schon ein bisschen schlecht. Ich gucke nochmal. Doch, ich habe Smaragd. Ich muss Smaragd haben. Ich kann ja nur mal gucken, aber ich weiß echt nicht, ob ich Smaragd habe oder nicht. Es ist jetzt echt ein bisschen blöd. Ich kann alles mögliche über die Gegner fahren, nur nicht, was ich für ein Modul habe. Smaragd. Da haben wir es doch. Smaragd habe ich. So. Okay. Wir haben schon wieder die Fleck hier verloren. Ach, Leute. Egal, dann verlieren wir hier diese Schlacht. Kein Problem. Ich kann's verstehen, Leute. Wir können nicht immer gewinnen, nicht wahr? Wir können nicht immer gewinnen. Die Gegner sind einfach irgendwelche Cheater, ja? Das sind richtige Hacker, ne? Die haben hier den Wallhack 3.5 und den Flaggenhack 4.3 und den oh Gott! Dieser Schaden! Sag mal, wieso bin ich hier schon wieder allein? Wow! Leute, wir können vielleicht noch einen Unentschieden rausholen, ne? Also wirklich, das wäre noch okay, wenn wir jetzt noch einen Unentschieden rausholen. Aber ihr müsst jetzt aber in den nächsten 30 Sekunden die Fleck zurückholen. Dann könnten wir vielleicht sogar noch ein... Ja, okay. Kommt. Ach, da ist keiner. Na gut. Schade. Da ist sogar... Ne, der kriegt es nicht mehr hin. Ach, der kriegt es echt nicht mehr hin. Na gut, was soll's. So, wir haben es wenigstens versucht. Ich habe hier meine Quest erledigt, perfekt. So, ah, noch eine Quest erledigt, perfekt. So, und jetzt muss ich noch 250 Punkte in DM machen. Naja, was soll's. So, war okay. Kann man sich jetzt nicht beschweren. War schon okay. Es war schon okay. Was soll's. So, gehen wir hier raus. Es ist okay. Trotzdem, es wird mal wieder Zeit, hier nochmal ein bisschen was vorzulesen. Fangen wir an. Nimmst du keine Level Up mehr auf? Ne, im Moment nicht. Hi, New, ich gucke deine Videos gerne, aber ich gebe dir einen Tipp, falls du es noch nicht weißt. Danke. Das weiß ich schon. Naja, mindestens 900 bis 1000 Folgen. Ja, ist noch ein weiter Weg, würde ich sagen. Egal. Bitte, nein, das haben wir schon hier geklärt. Kannst du mal ein Wie fängt man eine Goldbox Verarsche Video machen? Schau dir meine Let's Plays an, dann weißt du, was eine Verarsche ist. So, was heißt dieses österreichische, bayerische Wort, das lautet... Was? Och, Katzenschl... Ja, was auch immer. Keine Ahnung, was du von mir willst. Ich will's auch nicht wissen. Egal.
Habe ich angenommen. So, New, was soll ich mir als erstes kaufen? Friese? Friese? M2 oder Hammer M2? Schreib zurück. Danke. Hammer? Keine Ahnung. Was weiß ich? Hi, New. Du bist richtig gut. Und ich habe eine Frage. Was lohnt sich mehr? Twins M2 und Viking M2 oder auf M3 sparen? Hä? Okay, könntest du mich mal in einem Let's Play erwähnen, wäre sehr nett. Also, die Kombination ist schon okay, aber M3 ist besser als M2, hä? Was weiß ich? Keine Ahnung, spar doch auf M3, auf, weiß ich nicht, Donner M3 oder so. Oder hol dir M2-Kombination, ist jetzt egal. Ich weiß jetzt auch nicht genau. Aber gut. Nio, du bist der Tanky-Gott und mach weiter so. Du bist der Gott. Ja, bist doppelt gemobbelt, aber passt schon. Ich bin ja der Gott. Lieber Nio, wenn ich nicht gerade deine super coolen Videos schaue, dann denke ich über die beste Kombi nach. Ja, ich auch. Ich mag dich und ich mag Anna. Ich fände es super, wenn wir mal zusammen in eine Schlacht gehen, würde dir dann eine Paysafe-Card geben, brauche ich nicht. Und unten beim Geschenk den Code hinschreiben. Nein, danke. Aber, ja, keine Ahnung, was die beste Kombination ist. Mahmoud Easy da? Hi, New, kannst du bitte meine Freundschaftsanfrage annehmen? Aber natürlich, nur weil heute Sonntag ist. Hallo, lieber New, ich hoffe, du hast schöne... Ich habe keine Ferien. Wenn ja, dann cool. Wenn nicht, dann schönes Wetter. Warte, ich schau raus. Ist bewölkt. Du bist ein großes Vorbild für mich bei Tanky Online. Bist der Beste. Gucke alle deine Videos, mach weiter so. Und wie findest du das mit den Rage-Mode angucken? Schade, aber gut, Rage-Mode kam ja erst heute online. Schade, dass du das Level-Up nicht zeigen konntest. Bin einer deiner größten Fans. Bis bald. Was für ein Level-Up überhaupt? Yeah! Nettes Battle-Union, dickes, fettes Like. Ich wäre so geflasht, wenn du das aufgenommen hättest. Ich glaube, ich habe es ja aufgenommen. Hi, New, wie findest du das neue Update? Ich finde deine Videos sehr cool. Wann kommt wieder New auf Streife? Bitte mach mal ein Goldboxen-Video. Ich fange gar keine Goldboxen. Können wir mal in einer Schlacht zusammen zocken? Ich wünsche dem Gott, Alter, sind das viele Ausrufezeichen, noch ein schönes und erfülltes Leben. Sakura! Alles Lärchen, danke. So, dann nochmal, hey, hi New, könntest du meine Freundschaftsanfrage, habe ich schon angenommen, und mach weiter eine Frage, ob es sich lohnt, Raygun, nee, Quatsch, Alter, XP M1, nee, oder weitersparen, Easy M2 und Hornet M2, welcher, ja, komm, dann mach lieber die M2-Kombination, würde mich freuen, wenn du darauf antwortest, von gnadenlos, scheiß auf Schreibfehler, ach, sag ich auch immer, so, ich warte jeden Tag darauf, dass du ein neues Video hochlädst. Ich auch. Ich habe eine Frage. Was findest du besser, Smokey oder Donner? Kann mich nicht entscheiden, mit welchem Rumpf. Und wie findest du das Update? Kannst du meine Freundschaftsanfrage annehmen? Danke. Smokey. Einfach aus Prinzip, würde ich sagen. Und Smokey auf Titan oder Diktator oder Donner-Diktator ist auch immer eine geile Kombination. Kannst du mal wieder GTA 5 Let's Plays machen? Die sind echt witzig und wie findest du die Preise der Farben? Sind die zu teuer oder passt es? Ja, der Rage-Mode hat ja schon alles gesagt. Hi, New, du bist der beste deutsche Tanky-Let's Player. Ich bin auch der Einzige, der irgendwas drauf hat. Und kannst du meine FA nehmen? Ja. Und wenn du, was? Und wenn du auf deinem kleinen Account zockst und in Schlachten und Schlachten anstellst, mach bitte eine bis Marschall, danke. Nee, da krieg ich aber übelst auf die Fresse. Hallo New, ich finde deine Videos mega geil. Ich würde mich freuen, wenn du meine Freundschaftsanfrage annehmen würdest. Gemacht, getan, geklickt. Hi New, ich gucke deine Videos, während ich spiele. Danke. Glaube ich. Die Kommunikationsrechte sind eingeschränkt, ja. So, hallo New, könntest du bitte am Sonntag mein Level Up auf... Ja. Es ist Sonntag. Und dann hochladen. Ich bin ein großer Fan deiner Videos, deswegen mach weiter so. Bis der Tanky-Gott, bitte schreib mir zurück. Egal, ob in einer Schlacht-Chat oder als Geschenk, bitte melde dich. Alles klar. Und ich hätte noch eine Challenge für dich. Ich spiele eine Schlacht, ohne den Turm zu drehen. Könnte ich ja mal machen. Hey New, wenn keine Tanky-Online-Let's-Plays mehr machen können... Was? Hä? Können sie dann ihren Kanal nicht löschen? Weil dann kann man ja alles wieder von vorne... Hä? What? Verstehe ich nicht.
Okay, hi, du bist der beste YouTuber. Ich schaue dein, jedes Video von dir, mach weiter so. Ich lese die gar nicht. Ich versuche einfach zu erraten, was da steht, oder so kommt es mir vor. Egal, hi, Inyo. Finde deinen kleinen Ack mega nice. Das Set ist übelst nice. Übel nice. Seht ihr? Ich lese nur das, was ich will. Hier könnte ich jetzt auch vorlesen oder sagen, ich bin geil. Keine Ahnung, was da steht. Bitte mach weiter, mach wieder. Mach wieder mal New auf Streife. Nur auf Streife. Seht ihr? Unfassbar, ich lese es gar nicht mehr. Okay, nochmal. Bitte mach wieder mal auf Streifen-Video. Ich bin dein größter... Alter, Alter, was ist los mit mir? Ich überlese hier jedes zweite Wort, weil ich nicht nachdenken will, was da steht. Größter Fan auf dem ganzen Planeten. Ja, New auf Streife kommt ja noch. Erinnerst du dich noch an die TBS-Zeit auf dem Teamspeak-Server mit Stefan, Paul... Ja. Und Enrique? War eine lustige Zeit. Ja... Mein großer Account heißt ja noch TBS. Er hat ja noch TBS im Namen. Aber nee, TBS war schon eine geile Zeit. Vor allem auf dem TS. Vor allem, wenn es spät wurde. Die Kommunikationsrechte sind eingeschränkt. Und der letzte dann für heute, glaube ich. Ich? Ausrufezeichen. Okay. Gott, Anna, Göttin, du, New, Götter, Allah, Göttervater. Wieso wird bei mir Götter mit einem T geschrieben? Göter. Ich bin Göter. Okay, gut, das ist jetzt der letzte von mir aus. Du bist ein sehr guter YouTuber und machst tolle Videos. Kannst du bitte mein FA nehmen? Haben wir schon gemacht, Leute. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Macht es wieder besser, Renio. Und ist ja klar. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder. Macht es wieder besser, Renio! Hab ich ja schon gesagt. Alles klar. Ciao. Peace. Oder so ähnlich. Friede sei mit euch. Oder so ähnlich.